Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem schnellen, kurzen Video. Mir sind zwei krasse Sachen passiert. Aber zuerst mal habe ich ein paar Alola-Eier heute gebrütet. Mir fehlt immer noch Vulpix. Der soll anscheinend richtig selten sein. Und zwar nur 4,1% Chance, den zu brüten. Und falls es euch schon aufgefallen ist, Mauzi hingegen, richtig häufig, 57,7%. Wenn wir es aufgrund einfach 60%. Dann als zweithäufigstes Sandan mit 23,3%, sagen wir einfach 20% ungefähr, und dann Slimer 15% ungefähr, also 14,8 aufgerundet 15%. Das ist so die Verteilung. Dementsprechend Vulpix am seltensten. Ich habe alle gebrütet bisher, außer Vulpix, der fehlt mir noch. Schreibt unten in die Kommentare, welches von den neuen Alola-Pokémon euch noch fehlt. Und dann kommen wir natürlich zu den guten Nachrichten. Und zwar die erste: Ich habe mein erstes, ich sag mal erstes, 100er aus dem Ei bekommen, weil. Wahrscheinlich habe ich davor schon irgendwas bekommen. Alte Zeiten damals bestimmt, wo ich noch nicht alle IVs gecheckt habe, wo es noch nicht mal die Bewertung gab. Oder irgendein Schrott-Pokémon, das ich dann direkt weggeschickt habe. Da war bestimmt irgendwann mal ein 100er dabei. Aber jetzt der erste relativ gute, der mir aufgefallen ist. Und dreimal könnt ihr raten. Also ich schreibe das unten in die Kommentare. Ich lasse euch jetzt ein paar Sekunden Zeit. Also geht's runter in die Kommentare und schreibt es rein. Ich lasse euch die Zeit. Es ist eins von den neuen Alola-Pokémon. Und gerade habe ich gesagt, Vulpix habe ich noch nicht. Sprich, eins von den drei: Mauzi, Sandan oder Slimer. So, ich warte mal auf euch, wenn ihr euren Tipp unten in die Kommentare schreibt. Ja. Und Trommelwirbel, ich blende es hier eh ein. Es ist Mauzi. 100%. Ich habe es direkt gesehen, weil ich davor schon 98er gebrütet habe. Mit 3,85. Da habe ich gesehen, 3,88 direkt 100. Wusste ich es perfekt. Was sehr ironisch ist, weil mein allererstes 100er war ein Mauzi. Und jetzt mein allererstes aus dem Ei, allererstes, und mein allererster Alola auf 100, Mauzi. Und zweite gute Nachricht, zweiter 100er, aber diesmal aus dem Raid. Okay, da könnt ihr auch mal raten. Also aus dem Raid gibt es ja nicht viele Sachen. Da gibt es Flunkiefer, Absol, Aerodactyl. Und Regieis natürlich. Also vier Auswahlmöglichkeiten habt ihr. Da könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, was euer Tipp ist, was ich da als 100er bekommen habe. Da lasse ich euch auch mal ein paar Sekunden Zeit. Geht's runter in die Kommentare. Hinterlasst euren Tipp. Und ja, dann blende ich sie auch nochmal ein. Es ist Aerodactyl 1490 aus dem Ei, 1490 aus dem Raid Level 20 ohne Wetterboost, auch 1490. Ich habe ihn während der Abenteuerwoche die Quest, die Aerodactyl Quest, so hart gejagt. Ich habe einfach keinen bekommen. Beziehungsweise, wir haben ja noch ein paar ausstehende Quests, die wir nicht gesehen hatten, weil das Spiel abgestürzt ist. Da irgendwo noch in meinem Stapel. Könnte sein, dass da ein 1118er drin ist. Aber ist nicht mehr notwendig, denn ich habe endlich einen bekommen. 1490 aus dem Raid, ohne Wetterbonus. Direkt gefangen. Also nicht direkt gefangen. Ich habe die ersten zwei Bälle verschmissen, weil ich so aufgeregt war. Mein erster 100er aus dem Raid, der nicht legendär ist. Aerodactyl. Ja, erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Zwei neue 100er. Das wollte ich euch einfach nur so mitteilen. Das ist mir heute alles passiert. Und natürlich, wer kennt nicht das Gesetz der Alchemie? Full Metal Alchemist. Das Prinzip des äquivalenten Tausches besagt, dass man, wenn man etwas Neues erhalten will, etwas von gleichem Wert hergeben muss. Vielleicht verbirgt sich dahinter ja eine Botschaft. Die Botschaft, dass man nichts erhalten kann, wenn man nicht auch bereit ist, Opfer zu bringen. Jeder Tausch hat seinen Preis. Man muss etwas vom gleichen Wert hergeben. Dementsprechend ist mir ein gutes Regieis geflohen. 96%, 17,54, 1,96er. Leider nicht drin geblieben. Aber alles hat seinen Preis. Mein erstes Mewtwo, 100er Relaxo dafür hergegeben. Zweites Mewtwo, 100er Lapras hergegeben. Jetzt für die zwei, 1,96er Regieis hergegeben. Aber ich denke, der Preis, den kann man zahlen für die 2900er. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch mit den Alola-Eiern aussieht. Was habt ihr alles schon gebrütet? Habt ihr einen Vulpix bekommen? Alola-Vulpix meine ich natürlich. Und ja, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business.